Pflege ist ein ganz großes Aufgabenfeld. Pflege begleitet uns Menschen, solange wir leben. Von dem ersten Tag, an dem wir geboren werden, bis zu dem Tag, wo wir uns aus dem Erdenleben verabschieden. Das ist einmal der Bereich, in dem wir die Pflege erleben. Und so ist es auch für die Menschen, die Pflege ausüben. Zum Pflegerischen gehört, auch wenn es ein anderes Aufgabenfeld ist, so wird es häufig gesehen, die Geburtsvorbereitung und die Hebamme. Bis zu dem Verabschieden, dass es palliative Pflege gibt oder auch die Beratung der Angehörigen in dem Bereich und dann auch die Totenfürsorge. Also es ist ein ganz groß gespanntes Feld. Also ich arbeite seit über 30 Jahren in der Pflege mit einer Unterbrechung, weil mir die Arbeitsbedingungen so schwer waren, dass ich mich verabschiedet habe und gesagt habe, das mache ich nie wieder. Dann habe ich verschiedene Aufgabenfelder kennengelernt und habe gemerkt, dass mir die Pflege doch sehr gut gefällt und habe dann mit 50 Jahren nochmal ein Pflegestudium begonnen und das war mit einer der besten Entscheidungen in meinem Leben. Und wie ich zur Pflege gekommen bin, ja, das war ganz eigenartig. Während ich Abitur gemacht habe, habe ich in der Zeit einen Job gehabt, in dem ich einem alten, kriegsblinden, pensionierten Studienrat vorgelesen habe. Und als seine Frau in Urlaub gefahren ist, hat das Ehepaar mich gefragt, ob ich dem Herrn Frühstück zubereiten würde, ihm ein bisschen zur Hand gehen. Und da er Diabetiker war, habe ich auch gelernt, Blutzucker zu messen und ihm die Insulininjektion vorzubereiten. Und da habe ich gemerkt, dass mir das gesamte Aufgabenfeld gefällt, eben einen Menschen innerlich zu begleiten, so wie es bei diesem Herrn war mit dem Vorlesen. Und auch das Körperbezogene, also das Einheitliche, das ist den gesamten Menschen betrifft. Und für mich ist es so, Pflege ist für mich trotz aller Widrigkeiten einer der schönsten Berufe der Welt. Ich denke, es ist für jeden Menschen interessant, es mal kennenzulernen. So wie ich das sehr begrüße, wenn junge Menschen ein freiwilliges soziales Jahr machen, dass sie ein Verständnis dafür bekommen, was in der Pflege abläuft, was Pflege bedeutet im Alltag. Ich denke, es ist nicht für jeden ein Beruf, so wie andere Berufe auch nicht für jeden Menschen interessant sein können. Dazu gehört eine Neugierde, ein Interesse an Menschen. Ja, immer wieder neu anfangen, sich neu einlassen können. Vielleicht auch mit Enttäuschung zu leben, wenn ein Mensch die Pflege ablehnt. Damit muss ich auch umgehen können. Es ist anders, als wenn ich in einem anderen Beruf einen Auftrag bekomme und weiß, den erfülle ich. Also ich denke, Pflege ist nicht für jeden Menschen geeignet. Ich würde sagen, es ist ein Beruf, für den es sich lohnt, zu brennen. Und es lohnt sich, diese Ausbildung zu machen. Und gleichermaßen ist es wichtig, die Bereitschaft zu haben, nach der Ausbildung genau zu schauen, welches ist mein Aufgabenfeld. Heute gibt es ja die generalisierte Ausbildung, wo ich alle Aufgabenbereiche kennenlerne, um dann zu schauen, welcher Bereich ist meiner. Und da die Strukturen doch sehr kompliziert sind, empfehle ich gerne Auszubildenden oder Pflegestudierenden, während der Ausbildung auch einmal im Ausland zu hospitieren und zu schauen, wie ist es in anderen Ländern, Gesundheitssysteme zu vergleichen und die Bereitschaft zu haben, vielleicht auch in einem anderen Land zu arbeiten. Gleichermaßen finde ich es schade, wenn die besten Kräfte abwandern. Ich würde es schön finden, wenn hier für uns, für unsere Menschen auch gearbeitet wird. Aber die Bedingungen sind zum Teil doch sehr kompliziert. Was ist in der Pflege zu tun? Bei dem Tätigkeitsbereich, das ist eben das Praktische, wie man sonst in anderen Berufen sagt, das operative Geschäft. Gleichermaßen ist für mich der Pflegebereich auch Gesundheitsförderung, Gesundheitsvorsorge.
Pflegemanagement. Es ist ein ganz großer Bereich, weil Pflege den Menschen ja begleitet und es geht um Gesundheit und Krankheit. Dazu gehört im weitesten Sinne sogar noch ja, Gesundheitspolitik, Pflege als Wissenschaft, Pflegeforschung, dass man sich mit Pflegetheorien beschäftigt. Also es ist ein ganz, ganz weites Feld. Ich liebe Projekte, dass sich der Aufgabenbereich erweitert, dass es einen Austausch gibt, auch über gesellschaftliche Veränderungen. Und ich arbeite im Bereich mit Menschen, die von Demenz betroffen sind. Und da wünsche ich mir, dass es mir auch gelingt, daran zu arbeiten, dass die Menschen mit Demenz aus dem Schattendasein der Gesellschaft kommen, dass ein größeres Verständnis sich entwickelt für Menschen mit Demenz. Das wünsche ich mir.